und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, in den letzten zwei Parts habe ich über das 100 Abonnenten Special geredet. Wie ihr wahrscheinlich seht, nehme ich das gerade im Anschluss an den zweiten Part auf und deswegen weiß ich noch nichts von euren Kommentaren. Ja, es liegt daran, dass ich jetzt wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen möchte, um dann eben nicht wieder, falls mal irgendwie was kaputt geht, ausfällt, damit ich eben dann was im Voraus da habe. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man ja etwas Zuschauerbindung haben will, aber da konnte ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. So, ja, wie gesagt, das werdet ihr dann wahrscheinlich erst in den nächsten zwei, drei Parts, wenn ich das dann wahrscheinlich jetzt ansprechen, eben eure Kommentare vorausgesetzt sind, welche kommen. Hoffe ich für euch, ja. Hoffe ich für euch, das hört sich fast nach einer Drohung an. Wer weiß, wer weiß. So, dann ab nach SF ein bisschen Geld machen. Wir haben ja so wenig. Naja, wir haben über 200k, das ist, wie ich ja schon einmal erwähnt hatte, das meiste, was ich jemals auf einem SMP Real Life Server hatte. Also ich hatte wirklich noch nie so viel Geld auf einem SMP Server. Real Life Server. Habe ich mal auf anderen Servern gespielt? Kaum, ich habe mal MTA DayZ gespielt, aber das war's dann glaube ich auch. Ja? Was anderes weiß ich gar nicht. Das ist ja eine hammermäßige Überleitung, ja? Weil, mir fällt gerade ein, ja? Kommen wir nochmal aufs andere Abonnenten zurück, ja? Ganz ehrlich, Leute, irgendwie ist das ziemlich unreal, meiner Meinung nach. Also nicht, dass ich jetzt, eigentlich schon, also dass ich jetzt 100 Abonnenten erreicht habe, ja? Weil ganz ehrlich, das ist hammermäßig viel und ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, ja? Und gestern ist das bewusst, das ist ja krass. Jo, naja, wahrscheinlich erreicht die 100 Abonnenten einfach nicht. Ich bleib jetzt auf 96, für immer. Nee, wahrscheinlich nicht. So. Ja, was ich sagen wollte, was haltet ihr denn von der Idee, dass ich einen Livestream mache, ja? Ich bleib beim Livestream-Konzept, aber MTA spiel, ja? Ja, zum Beispiel MTA DayZ oder eben irgendwas anderes in der Richtung, bei MTA gibt es ja ganz viele verschiedene Spielmodi. Oder eben sowas wie New Dawn, das vielleicht einige von euch kennen, ich weiß nicht wie viele. Was haltet ihr von der Idee, ja? Das fände ich auch ziemlich premium. Man könnte ja auch so Abwechslung machen, ja? So, wer sagt so, ja, lass mich so ein bisschen Minecraft spielen, dann lass so ein bisschen New Dawn spielen, dann lass noch etwas auf, wie heißt's denn? Ach komm, das gibt's nicht. Dann lass noch etwas auf MTA, bisschen irgendwie Zombie-Modus oder so spielen, ja. So ein Dreh, ja. Das fände ich eigentlich eine ganz gute Idee. Wenn keine Kommentare kommen, werde ich das machen. Vorausgesetzt, ich bekomme genug Zuschauer. Wenn nicht, dann wird es einfach so ein ungefähr 1-Stunden-Video geben, wo ich eben 33, Periode, 3 Minuten. Ich habe mich verrechnet. Scheiße. Wie wenn ich jetzt auf die Idee komme, dass eine Stunde 100 Minuten habt? Ja? Weil 103 ist 33, Periode 3. Aber nicht 60. 60 durch 3 ist nämlich, oh Gott, was ist denn 60 durch 3? 20. Ja, so wie 20 Minuten New Dawn, 20 Minuten Minecraft und dann noch 20 Minuten MTA. Ich denke, das wäre ein ganz guter Misch. Schätze ich mal, weil dann hat man eben Abwechslung, ne? Das ist ein Unterschied, wie wenn ich jetzt eben Minecraft, SMP, MTA machen würde. Das wäre ja dann beides, geht das andere erst nacheinander und dann mache ich mir so, ja, so zwischendrin ein bisschen Abwechslung und naja, für die, die nicht Bock haben, kann ich ja in der Videobeschreibung so Zeiten setzen, wo die dann vorspringen können zu dem jeweiligen Spiel. Gut. Ja, das halte ich eine ziemlich coole Idee. Ja. An euch liegt jetzt, ob ihr darauf Bock habt und ob ihr Bock habt, damit ich daraus einen Livestream mache oder eben nicht, ja. Dann wird das Ganze als normales, in Anführungszeichen normales Video kommen. Ja, ich finde die ganz nett. Weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich hoffe mal, ihr seid auf meiner Seite. Oder habt eine bessere Idee, ja. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch ganz viel Zeit. So. Ja. Dann müssen wir eine Sekunde warten. Eine halbe oder sowas von den Dreh. So, weiter geht's. Als ich gedacht habe, hey, was muss ich jetzt warten? Ja, ich muss ja trinken, ja, und es ist schwer zu trinken, wenn man ein paar Zentimeter vor seiner Nase ein Mikrofon hängen hat. Ja, deswegen muss ich das Mikrofon jetzt mal wegtun. Da muss ich leise trinken, damit ich das nicht mitbekomme, ja, weil ich hasse es, wenn Trinkgeräusche im Video sind, ja. Also so laute Trinkgeräusche. Ja, wenn jetzt man im Hintergrund das kleine bisschen hört, dann geht das klar, ja. Aber, naja. Kann ich nicht leiden, ja. Wenn jetzt alle von euch sagen,
ja, ist doch egal, ne? Dann denke ich mir so, ja, aber mir nicht. Ne? Ist klar. Irgendwie wollen die Sätze heute nicht so richtig, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe heute einen total beschissenen Satzbau. Hm. Und seit wann sind die Wolken in S&P so dunkel? Ganz ehrlich, ich habe noch nie so... was ist denn los? So, was ich sagen wollte, ganz ehrlich, ich habe noch nie so dunkle Wolken in S&P gesehen. Also, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Hm. Wer weiß. Dann fliegen wir einfach ein bisschen höher, damit wir nicht in Gefahr laufen, in die Wolken zu fliegen. Was ziemlich so optimal wäre. Ja, das ist jetzt auch erstmal das letzte Video, das ich jetzt hier am Stück aufnehme. Vorerst, ja. Vielleicht nicht morgen noch ein bisschen was auf oder so, das weiß ich nicht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh ja, nächstes Wochenende. Nächstes Video wird auf unsere Kommentare eingehen. Nein, obwohl, was heißt nein? Eventuell schon. Vielleicht nicht. Gut, dann. Ja, landen wir mal. Ne? Oh ja, das war wieder einer von meinen ganz schlauen Kommentaren. Aber was soll ich machen? Nee, ich wollte jetzt mich noch irgendwas anderes sagen, ja. Ich weiß aber nicht mehr was. Das ist super optimal, ja. So. Komm schon, lande. Passt. Ja. Dann fahren wir mal zum roten Punkt. Ja, das ist jetzt immer wieder dieses typische. Man weiß nicht mehr, was man reden soll, ja. Aber ich weiß wirklich lieber, was ich reden soll. Also mir fällt wirklich nichts ein. Ja, das ist richtig. Richtig crazy shit. Genau, was ich sagen wollte, ja, warum habe ich das ja nicht vorhin gesagt? Mich behindert? Oder habe ich das vorhin gesagt? Ja, ich sollte aktiver bei meinen Videos zuhören. Zu machen. Mehr dabei sein, mehr bei der Sache sein. So sind wir im Dreh. Ja, und zwar habe ich ja angesprochen, damit ich jetzt, das ist wahrscheinlich der letzte Part, den ich heute aufnehme. Das Ganze hat den Grund, dass ich mir denke, ja, lass mal ein bisschen Offscreen zocken, das Ganze liegt daran, damit ich mich ja, wie schon in einem Folgenpart erwähnt, glaube ich zumindest, mal ein bisschen bei den Fraktionen umgeguckt habe und man dafür bei allen ein unglaublich hohes Level braucht, jedenfalls bei denen, die mich interessieren. Ne, es ist so ungefähr Level 6 oder so und naja, dafür muss man dann schon relativ lang spielen und das wird in einem Let's Play langfristig schon möglich sein, aber langweilig. Ne, ich meine, wenn es dann teilweise echt nur darum geht, irgendwie Zeit zu schinden, das ist dann natürlich nicht so geil. Deswegen haben wir ein bisschen Offscreen zocken, damit ihr auch nicht so lange warten müsst. Ich denke, ihr wollt auch mal gerne etwas Abwechslung in das Let's Play, vermute ich jedenfalls. Ne? Ich meine, wer mag Let's Plays ohne Abwechslung, ne? Das würde mich wundern. Okay, vielleicht mag... Was ist das denn so am Ruckeln wegen dem... Das gibt's doch nicht. Ich weiß echt nicht warum. Echt nicht. Also ich habe eigentlich überhaupt nie Performance-Probleme, ja? Also wirklich überhaupt nie. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Vielleicht fehlen doch irgendwelche... Jetzt wollte ich gerade echt Treiber sagen. Nee, Treiber, weil ich meine Beziehung aufgesetzt habe? Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich habe echt keine Ahnung, warum das jetzt so schlecht läuft. Sag mal, ist der behindert? Sag mal, wir fahren doch echt nur blöde auf der Straße, oder? Naja. Was soll man machen, ne? Nicht auf der Straße fahren. Hahaha. Werbetafel. Was steht da drauf? Kann ich nicht sehen. Dann gehe ich erstmal dahinter. Und drehe um. Okay, irgendwie ist der Ton gerade richtig am Backen. Ja, Leute, da habe ich kurz die Aufnahme beenden müssen, da ich gerade niesen musste. Und ja, ich mir die aber nicht machen will, jetzt nochmal das alles durchzugucken, um das dann rauszuschneiden. Ja, ist doch leicht, einfach mal kurz zwei auf die Aufnahmetaste zu drücken. So, da steht nichts Tolles drauf, ja. Das habt ihr jetzt gesehen. Ich habe es nicht vorgelesen, ich weiß ja nicht mehr, was drauf steht. Aber ich denke, jeder, der hier auf YouTube unterwegs ist und meine Videos schaut, kann auch lesen. Das vermute ich jedenfalls. So, dann da vorne ist ja noch irgendwo eine Werbetafel. Irgendwo. Alter, wenn jetzt der Müllwagen versucht, mich zu rammen, ja. Okay, alles gut. So, jetzt aber, was ist denn da los, ey? So, hier. Schwebt eine Schrift. Ein Back von Kampfstyle. Habe ich noch nie gehört. Und ja, der Part neigt sich auch dem Ende. Genauso wie gerade meine Stimme nicht mehr mitmachen will. Das ist jetzt sehr suboptimal, aber vielleicht auch gut, weil ich ja jetzt nicht mehr so lange aufnehmen muss. Wenn ich jetzt noch ein paar Parts vor mir hätte, wäre das
nicht so gut. Ja, ich weiß gar nicht warum. Ich werde wahrscheinlich krank. So. Ja, Ende. Ich werde einfach krank. Gut, dann. Ja, dann hoffe ich natürlich, euch hat der Part gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Was ist denn jetzt los? Hab ich behindert? Schaltet nächstes Mal wieder ein hier bei SMP Live Udream. Bis denn und tschö. Falscher Knopf. Ich könnte kotzen.